Jetzt. So. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich spreche mal wieder zur Hälfte mindestens als Pirat und nicht als Dissident. Wir haben ja leichte Diskrepanzen innerhalb der Fraktion. Ja, Diskrepanzen beleben das Geschäft. Aber dieser Stadtrat und die Menschen in Dresden haben in den letzten 25 Jahren schon die Varianten 1, 3, 4, 6, 5 und 7 die Elbe runterschwimmen sehen. Und viele sagen jetzt zu Recht, ja, ihr habt ja schon so viele Varianten geprüft, ja, da muss doch mal eine dabei gewesen sein. Ja, das Problem ist, alle diese Varianten waren einfach viel zu breit. Oder wie ich immer sage, wer zu breit plant, wird niemals bauen. Die 8.7, die ist jetzt 2016 beschlossen worden. Das ist, wie Herr Wirtz schon zu Recht gesagt hat, 7 Jahre her. Und es ist ja schon fast ein Running Gag. Ja? Immer heißt es, Baurecht ist in 1-2 Jahren. Als wir 16 beschlossen haben, haben wir geredet, die Bagger rollen noch vor der Kommunalwahl 19. Ja? Das heißt immer in einem Jahr. So ist es auch immer gewesen. Wenn wir jetzt in die Zeitung gucken, die Landesdirektion überlegt, ob sie A, ein Anhörungsverfahren jetzt noch mal macht und B, ob es noch mal eine Offenlage gibt. Ja, also das Ganze kann sich noch ewig ziehen und es ist ja so, dass 2016 ist jetzt lange her und seitdem hat sich einiges und vieles verändert. Also zum Beispiel die Bedeutung von großen Bäumen in der Stadt, 121 Bäume, große Bäume, fallen alle, ehrlich gesagt, an der Königsbrücke, außer Königsbrücke 49, die Ulme, und ihre kleine Schwester. Aber alle anderen Bäume sind weg. Die vierreihige historische Baumallee, weg. Ja, was das natürlich für Mikroklima, für die Belüftung, für die Kühlung der Neustadt bedeutet, das mag man sich gar nicht ausdenken. Dann ist es natürlich so, dass der Stadtraum mittlerweile eine viel größere Bedeutung hat, ja, für den Einzelhandel. Ja, da ist das Café Europa, da sind die ganzen gastronomischen Sachen, da sind Einzelhandel, die wollen Auslagen draußen haben. Das geht alles nicht mehr, wenn wir die Variante 8.7 bauen. Und mein Hauptargument ist, es fahren nur noch 11.000 oder um es exakt zu sagen, 11.300 Autos die Königsbrücker Straße rauf und runter pro Tag. Das ist eine städtische Messung. Und Herr Kühn sagt immer, bei allen anderen Straßen, sagt Herr Kühn immer, ach, vierspurig, das geht bei 20.000 erst los. Ja, unter 20.000 braucht man nicht vierspurig. Nur bei der Königsbrücke. Da müssen es natürlich dann riesenbreite Straßen sein. Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist in meinen Augen ein sehr sinnvoller und ich auch bei punktweise, ich werde auch Punkt 1 zustimmen. Ja, man weiß ja, ich bin ja ein ziemlicher Kritiker von allen großen, breiten Varianten schon immer gewesen. Aber ich werde auch dem ersten Punkt zustimmen, jetzt alles zu tun, damit das jetzige Verfahren beschleunigt oder so zügig wie möglich durchgezogen werden kann. Und der Punkt 2, dem werde ich auch zustimmen, weil Herr Engel hat ja recht. Herr Engel hat ja recht mit seinen Fragen. Ja, das Problem ist nur, wir reden alle immer mit Halbwissen oder mit dem, was wir uns vorstellen. Es hat noch nie irgendeine Untersuchung oder Planung gegeben, wie man die Königsbrücker Schmal sanieren kann. Niemand weiß, ob die Bäume stehen bleiben oder umfallen. Ja, an der Bautzner Straße sind alle Bäume stehen geblieben. Natürlich kann man die 3 Meter Abstand machen. Es gibt genügend Beispiele in Dresden, wo das gemacht worden ist, ohne Planfeststellungsverfahren. Die Frage von Herrn Engel mit der Linksabbiegebeziehung an der Schauburg von der Straßenbahn, ja, ist eine sehr wichtige, die kann man da auch prüfen. Und man hätte halt eine Planung schon in der Schublade. Denn eins ist klar, wir reden hier immer nur über Planungsrecht. Wir haben hier in diesem Stadtrat beschlossen, dass die Stauffenbergallee zuerst gemacht wird. Die Stauffenbergallee braucht 2 Jahre, um gebaut zu werden. Wir haben noch nicht angefangen. Sagen wir fangen 24 an, dann sind wir 26 damit fertig. Dann gibt es eine gute Chance, dass wir 27 mit der Königsbrücke anfangen, die mittlerweile aber 3 Jahre geplante Bauzeit hat. 3 Jahre. Das heißt, wir sind 29/30 frühestens fertig. Ob das so schlau ist, wage ich mal zu bezweifeln. Und deswegen sollten wir dem Antrag zustimmen. Und entweder haben wir halt, das ist jetzt eine Wette, die ich eingehe, entweder
kriege ich halt die Variante schneller als gedacht, die ich nicht will. Oder aber wir wissen wenigstens, was wir als Alternative als Stadt selbst tun können. Dankeschön.